Windkraft, das war mal die große Hoffnung für die Energiewende in Deutschland. Wir waren Vorreiter in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Und jetzt stecken wir in der Krise. Es werden aktuell so wenig Windräder gebaut wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und warum? Das wollen wir heute rausfinden. 2019 ist der Ausbau der Windenergie eingebrochen. 2021 könnten sogar mehr Anlagen abgebaut als neu gebaut werden. Die Klimaziele können wir so kaum erreichen. Trotzdem gibt es auf diese einfache Frage zwei Antworten. Brauchen wir mehr Windkraft in Deutschland? Ja, wir haben bereits ein viel zu viel an Windkraft in Deutschland. Deutschland diskutiert wieder über Windkraft. Und während wir auf der einen Seite immer wieder hören, wir brauchen mehr Windräder und zwar sehr schnell, gibt es auf der anderen Seite sehr, sehr lange Genehmigungsprozesse und ganz viele Klagen. Wir wollen uns einfach mal angucken, was sind die Argumente der Gegner von Windkraft und was haben die Experten dazu zu sagen. Los! Wir sind hier heute nach Mörsdorf gefahren, in den Hunsrück, weil das hier ist eine Vorreiterregion in der Energiewende. Und wir wollen hier heute eigentlich jemanden treffen, der damit nicht so ganz einverstanden ist und gegen Windkraft protestiert. Leider ist er hier noch nicht. Deswegen rufen wir den jetzt am besten einfach mal an, weil so ist schon echt ungemütlich. Fast überall in Deutschland, wo ein neuer Windpark gebaut werden soll, gibt es Protest von Bürgerinitiativen. Obwohl laut einer repräsentativen Umfrage 92% der Deutschen für den Ausbau der Wind- und Sonnenenergie sind. Die Gegner der Windkraft sind gut organisiert. Es gibt einen bundesweiten Dachverband namens Vernunftkraft und darunter viele kleine und größere Initiativen. Uwe Anhäuser, den wir gleich treffen, ist Vorsitzender des Bündnisses Energiewende für Mensch und Natur. Das ist quasi der Landesverband von Rheinland-Pfalz. Bis gleich. Der steht schon eine Viertelstunde da vorne, kommt jetzt aber hierher. Hallo, schön, dass wir uns jetzt getroffen haben. Sie haben ja auch eben schon erzählt, dass wir jetzt einen kleinen Ausflug machen können. Wo fahren wir denn hin? Wir fahren zum Kloster Maria Engelport. Das Kloster hat die bange Erwartung, dass demnächst mehrere Windräder quasi vor der Klosterpforte, aber hoch oben auf dem Berg errichtet werden sollen. Und das macht natürlich das ganze Ambiente und die Kontemplation, die geistliche Besinnung kaputt. Wir wollen uns das mal anschauen und steigen mit ein. Auf dem Weg zum Kloster wird klar, Herr Anhäuser zweifelt entgegen vieler Experten stark daran, dass die Windkraft unsere Zukunft ist. Aber glauben Sie nicht, dass wir in Zeiten des Klimawandels eine Energiewende brauchen? Wir sind in einer Situation, in der wir unbedingt eine Energiewende brauchen. Wir hätten sie längst schon gebraucht. Wir sind viel zu spät dran. Nur wir zäumen das Pferd von hinten auf. Wir machen genau die verkehrten Sachen. Mit Windrädern, die 3% zum Bruttoenergiebedarf beitragen, nicht mehr. Damit schaffen wir es nicht. Damit halten wir es nicht auf. Tatsächlich muss man hier zwischen Strom und Energie unterscheiden. 2019 war die Windenergie mit 24% erstmals der wichtigste Stromlieferant in Deutschland. Wenn es um die Primärenergie geht, zu der auch Wärme, Verkehr und so weiter gehören, sieht es anders aus. Da waren es im Jahr 2018 tatsächlich 3%. Und da sollen die Windräder aufgebaut werden. Es gibt hier inzwischen eine Bürgerinitiative. Ja. Und die haben sich natürlich sofort an uns gewendet. Mhm. Na, wenn hier irgendwo jemand Probleme mit Windkraftprojekten bekommt, wendet er sich an uns. Direkt im Klostereingang erwarten uns Plakate und Hinweise auf den Protest gegen den geplanten Windpark. Und während wir auf den Prior des Klosters warten, erzählt Herr Anhäuser mir, dass er etwa eine halbe Stelle in den Kampf gegen Windkraft investiert. Die einzelnen Initiativen sind unabhängig voneinander und wie sie vorgehen, entscheiden sie selbst. Und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an mich und werden dann nach Bedarf munitioniert mit Argumenten, aber auch mit diversen Publikationen, die wir haben, mit Links noch und noch. Also ich habe einen elektronischen Erste-Hilfe-Kasten, so nenne ich das. Wie organisieren Sie sich da finanziell? Ja, jeder nach Bedarf und Vermögen. Ja. Und in der Regel ist es so, dass wir ganz simple Mitgliedsbeiträge haben. Bei uns zahlt im Bündnis jede Bürgerinitiative 60 Euro im Jahr. Aber wir haben projektbezogen halt unsere Kriegskassen bei den
einzelnen Bürgerinitiativen beziehungsweise über das Konto des Bündnisses, das als gemeinnütziger Verein anerkannt ist, läuft da auch eine ganze Menge. Sie sagen jetzt Kriegskasse, das ist ja schon ein sehr starkes Wort. Haben Sie das Gefühl, Sie fühlen Krieg? Ich nenne es so. Ja gut, auf der anderen Seite haben wir millionenschwere Projektierergesellschaften. Für die ist das ein Klacks, was wir aufbringen können. Aber ich weiß. Munition und Kriegskasse. Den Gegnern ist es ernst und sie scheinen gut vernetzt zu sein. Deutschlandweit gibt es über 900 Bürgerinitiativen. Die Zahl der Klagen hat sich erhöht, die Verfahren haben sich verlängert. Hier vor Ort will eine Bürgerinitiative den Bau von 6 Windanlagen verhindern. Geplant wird seit 2017, jetzt ist es 2020. Die Hauptgründe, warum sie den Bau des Windparks ablehnen, sind vor allem Denkmal- und Naturschutz. Außerdem befürchten sie, dass sich die Lebensqualität verschlechtern und die Gäste wegbleiben könnten. Wir sagen, wir wollen unsere Rechte in Anspruch nehmen. Das gefährdet unsere Existenz. Das gefährdet, dass hier Leute auf Erholung kommen können, die ebenfalls sehr wichtig ist. Wenn die irgendwo anders geplant wären, wäre das kein Problem. Also geht es Ihnen hauptsächlich um das landschaftliche Bild? Es geht einerseits um das landschaftliche Bild, andererseits um die Emissionen, Lärm, Bewegung, die eben hier dann das Leben stark einschränken würden. Ja. Und können Sie uns mal zeigen, wo jetzt vom Kloster aus man die Anlagen dann sehen würde? Man würde sie von vor dem Kloster aus von hier aus direkt? Von hinter dem Kloster. Also können wir das einfach mal draußen, können Sie uns vielleicht einfach mal zeigen? Weil wir stehen jetzt hier so in so einem leeren Raum. Ja. Ne? Das ist wahrscheinlich für die meisten Leute ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Ja. Ungefähr da ist ja schon mal eins, ne? Ja, die sieht man kaum. Sondern eher linker Hand. Ja, die Straße macht auch Lärm. Wäre jetzt so eine Windkraftanlage, die da irgendwo hinten im Hintergrund ist, so viel lauter? Das kommt noch dazu. Ein regelmäßiger Lärm von Windkraftanlagen mit einer gewissen Stärke an Dezibel. Ja. Aber wäre das so viel lauter? Nicht mehr. Ja. Hinter dem Haus hören Sie dann nichts mehr von der Straße. Aber würde man da das Windkraft hören? Breiten sich überall hin aus. Aber das zum Beispiel, das da hinten hören wir ja jetzt nicht. Ja, das ist zu weit weg. Und das wäre näher als das da hinten. Das verdeckt. Ja. Bisher, so erzählt er mir, hat die Initiative über 1200 Unterschriften gesammelt. Sie haben bei Gesprächen mit Gemeinde und dem Betreiber neue Sichtanalysen eingefordert und von den Plänen erfahren haben sie aus der Zeitung. Ein Punkt, der immer wieder auftaucht. Je schlechter und je später die Menschen im Umkreis mit einbezogen werden, desto stärker ist der Protest. Und wenn die SPD jetzt Dinge fordert, wie umliegende Gemeinden oder Bürger in den Gemeinden finanziell an den Windrädern zu beteiligen, würde es Ihnen helfen? Das wäre für uns keine Lösung, weil es eben objektive Gründe gibt, weshalb wir gegen dieses Projekt sind. Es ist nicht eine Frage, wie viel bekämen wir, sondern es ist eine Frage, dass der Denkmalschutz und die Lebensqualität vor Ort enorm beeinträchtigt werden würden. Und das versuchen wir zu verhindern. Mhm. Der Kanonikus ist davon überzeugt, dass gegen Recht verstoßen wird. Wir haben mal beim Betreiber Abowind nachgefragt. Der sieht das Ganze anders. Die Gutachter konnten keine Auswirkungen feststellen, die dem Betrieb des Klosters entgegenstehen. Wir rechnen mit dem Erhalt der Genehmigung im zweiten Quartal 2020. Auch dieses Beispiel zeigt, ob Natur- oder Denkmalschutz, Lärm, versteckte Kosten, wirtschaftliche Unsinnigkeit oder das Landschaftsbild. In den Augen von Windkraftgegnern gibt es vieles zu kritisieren. Und während sie den schleppenden Ausbau feiern, sehen andere darin eine fatale Entwicklung. Zurück hier im warmen Studio habe ich mit Professor Quaschning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin gesprochen. Er ist Professor für erneuerbare Energien und für ihn ist Alarmstufe Rot. Also mit dem jetzigen Ausbau der solaren Windenergie wissen wir, dass wir weit über 100 Jahre brauchen, um in Deutschland klimaneutral zu werden. Wir haben 20 Jahre Zeit. So viele Anlagen müssten wir nach seinen Berechnungen in den nächsten Jahren eigentlich bauen, um die Klimaziele zu erreichen. Und so viel wird gerade gebaut. Welchen der Hauptkritikpunkte der Windkraftgegner können Sie am ehesten nachvollziehen?
Gar keinen, also im Endeffekt. Ich kann natürlich schon sehen, ich mag so eine Windkraftanlage nicht. Sie verändert das Landschaftsbild, ich muss die ja nicht schön finden, nicht? Also das ist ja Geschmackssache, also Windkraftanlage schön oder nicht. Meistens steht die in irgendeinem Rapsfeld, das ist ja auch irgendwo eine Monokultur, die mit viel Pestiziden angebaut wird. Selbst wenn sie im Wald steht, das ist ja mal ein großer Diskussionspunkt. Also unsere Wälder sind ja in der Regel auch ja wirklich Industriewälder, die also hier Holz liefern dann am Ende. Das heißt also, sie steht ja schon in der Kultur- und Industrielandschaft. Natürlich muss man irgendwelche Naturschutzgebiete, Nationalparks, ganz klar, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die sollen weiterhin geschützt bleiben, Windparks raus. Aber wenn man jetzt bei jedem Standort, bei jedem Feldhamster wirklich, also ich glaube, da ist auch oftmals der Feldhamster oder der Rotmilan der Mittel zum Zweck. Man findet irgendwo einen Vogel und kann etwas verhindern, was man auch so verhindern würde. Und dann werden Leute zum Vogelschützer, die sich ihren Lebtag noch nie über irgendwelchen Tier- und Artenschutz Gedanken gemacht haben. Tatsächlich waren Naturschutz und die Vögel in der Region auch im Hunsrück Thema. Schwarzstörche, eine Wildkatze und Rotmilane seien gesichtet worden. Später gibt es hier Anhäuser, aber auch das hierzu. Das Dumme ist ja, dass wir als Kritiker dieser Energieform gezwungen werden, uns mit Vogelkunde zu beschäftigen. Ja. Weil andere Sachen ziehen einfach nicht mehr in Deutschland. Wir haben jetzt wirklich eine Situation, wo die einzige Möglichkeit, einen irrsinnigen Windkraftbau zu verhindern, ein Rotmilan oder ein Schwarzstorchvorkommen ist. Es ist eigentlich lächerlich, weil nach dem Menschen nicht gefragt wird. Aber wenn man jetzt die Befürworter fragt, dann sagen die ja genau das nur anders formuliert. Die sagen, der Rotmilan und die Störche, die werden vorgeschoben. Das heißt, der Naturschutz wird vorgeschoben, um den Ausbau zu verhindern. Der Naturschutz ist das einzige Mittel, das man uns noch gelassen hat, weil Menschenschutz gibt es in Deutschland nicht. So ganz stimmt das nicht. Es gibt diverse Emissionsregeln, was zum Beispiel Abstände, Lärmschutz oder den Schattenwurf angeht. Und genau mit diesen Gründen wird auch oft geklagt. Dennoch scheint es am Ende so, als stünden sich Natur und Klima gegenüber. Für Volker Quaschning sind da die Prioritäten falsch gesetzt. Eine Windkraftanlage, die ich nicht baue, sorgt ja auch dafür, dass ich auf der anderen Seite mehr Braunkohlestrom abbauen muss, dass ich zum Beispiel vielleicht den Wald oder ein Stück dann von der Windkraftanlage schütze, dafür aber der Hambacher Forst halt gefällt werden muss, weil ich die Braunkohle drunter brauche. Und das heißt also, diese Zusammenhänge, die kommen gar nicht in die Bewertung mit herein. Also der positive Effekt der Windenergie auf die Natur oder auch auf den Klimaschutz, der ist bei den ganzen Umweltverträglichkeitsprüfungen gar nicht Gegenstand. Und das müsste man ändern, dass für die Natur und für den Klimaschutz positive Sachen dann nicht am Ende durch den Naturschutz blockiert werden, was ja ein bisschen absurd ist. Aber es ist natürlich nicht nur Naturschutz. Die Liste der Gründe, warum der Ausbau stagniert, ist lang. Es ist nicht etwas, was jetzt so plötzlich, oh, das konnten wir gar nicht sehen, sondern es ist also praktisch also eine Katastrophe mit Ansage. Früher wurden sehr viele Windparks mit Bürgerbeteiligung gebaut, da haben wir Bürgergenossenschaften gehabt. Das heißt also, es gibt Bürgerwindparks, da sind 1000 Leute aus der Gemeinde beteiligt. Und dann habe ich natürlich eine ganz andere Beziehung zu dem Windrad. Jede Umdrehung ist dann ein Euro und dann fühle ich mich gut, wenn sich das Windrad dreht. Dann kommt jetzt der große Investor, stellt mir das große Windrad irgendwie vor die Nase und dann jede Umdrehung macht halt Krach. Aber diese Akzeptanz durch kleinere Anlagen, durch Bürgerbeteiligung, die hat man überhaupt gar nicht in den Mittelpunkt gestellt. Man wollte irgendwie möglichst billige Anlagen durch große Investoren, möglichst die großen Energiekonzerne. Und da hat man die Weichen hingestellt und das war halt ein fataler Fehler. Gemeint ist, dass seit 2017 Windkraftanlagen ausgeschrieben werden müssen. Das gilt auch für kleine Anlagen. Und es gewinnt der, der am billigsten baut und am wenigsten Förderung braucht. Und das macht es den kleinen Akteuren wie den Bauern schwer. Außerdem ziehen sich die Genehmigungsverfahren in die Länge. Wir haben Bundesländer, die weniger Flächen für die Windkraft ausweisen und Diskussionen über Abstandsregeln. Auch hier macht jedes Bundesland, was es will. Das ist krass, das ist das erste Mal, dass ich Windräder höre. Und genau zum gleichen Zeitpunkt ist da hinten eine Kirche. Und die ist einfach schon auch 100-mal lauter. Aber nichtsdestotrotz sind wir wie so eine Autobahn ein Stück weiter weg. Windenergie hat natürlich auch, macht ein bisschen Lärm, wobei das im Vergleich zum Autoverkehr zum Beispiel auch relativ gering ist. Und das möchten halt viele Leute einfach nicht. Und deswegen müssen wir vor allen Dingen an der Akzeptanz arbeiten. Alle anderen technischen Probleme oder auch die finanziellen, die sind gar kein Problem mehr bei der Windenergie. Aber diese Akzeptanzproblematik, die wurde in den letzten Jahren vernachlässigt, vielleicht auch bewusst vernachlässigt, damit es nicht so schnell vorangeht. Und das fällt uns jetzt natürlich auf die Füße. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, es wurde bewusst vernachlässigt? Also ein schneller Ausbau von Solar- und Windenergie hat natürlich auch Folgen. Das heißt, auf der einen Seite
haben wir dann natürlich Veränderungen im Kohlebereich, die man jetzt mühselig über 20 Jahre gestreckt hat. Die würden einfach zwangsweise früher kommen. Natürlich müssen wir dann auch andere Bereiche abdecken. Wir müssen uns überlegen, wie wir Speicher machen. Wir müssen Leitungen bauen. Und das sind alles zum Teil auch vielleicht unangenehme Fragen. Was nämlich auch stimmt, aktuell ist unser Stromnetz am Limit, wenn wir super viel Windstrom produzieren, wie zum Beispiel bei großen Stürmen. Das heißt allerdings nicht, dass das nicht ausgebaut werden kann und Speicherkapazitäten nicht aufgebaut werden können. Das zeigt zum Beispiel diese Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und auch das Fraunhofer-Institut rechnet vor, dass die Energieversorgung durch erneuerbare Energien aus technischer und aus systemischer Sicht machbar ist. Herr Anhäuser befürchtet aber trotzdem, das Konzept der Energiewende sei nicht bis zu Ende gedacht. Wir hätten zu wenig Speicherkapazität und zu wenig Ausbaufläche in Deutschland. Ich habe mich gewandelt von dem Menschen, der vor 6, 7 Jahren noch in Kameras hineingesagt hat, Windkraft da, wo sie Sinn macht, ja. Ich sage heute nein, sie macht generell keinen Sinn. Zu unsicher sei diese Form der Stromgewinnung. Die Wissenschaft widerspricht. Herr Quaschning betont, aus seiner Sicht ist alles da. Wir haben die Technik, wir haben die Erkenntnis und wir haben das Geld. Und es fehlt einfach nur daran, dass wir nicht bereit sind, das umzusetzen. Und das kann ich einfach nicht akzeptieren. Und wenn wir uns weiter blockieren, wird es immer viel, viel teurer. Würden wir einen Weg finden, wo wir uns am Ende auch einigen und sagen, okay, es gibt auch durchaus Veränderungen, die werden dann akzeptiert, ist es relativ preiswert. Wir können es im Prinzip hinbekommen. Ja, und hier sieht man eben auch, was passieren kann, wenn die Region das Geld aus der Windkraft wieder reinvestiert. Wir stehen hier auf der Brücke in Geierlei. Die hat sich zu einem riesen Tourismusmagnet entwickelt, aber wahrscheinlich einfach nicht, wenn das Wetter echt nicht so gut ist. Im Rhein-Hunsrück-Kreis profitieren die Menschen aktuell von der Windkraft. Die Gemeinden investieren das Geld, das sie durch die Anlagen gewinnen, in Spielplätze, Seniorenheime oder eben auch in diese Brücke. Ein bisschen wackelig ist schon auch. Es scheint so zu sein, wenn wir so weitermachen, wie wir es gerade tun, kann Deutschland seine Klimaziele kaum erreichen. Ja, es gibt auch noch Hürden und teilweise berechtigte Sorgen von Menschen, die gegen Windkraftanlagen sind. Aber für eine bezahlbare Energiewende aus eigener Kraft brauchen wir die Windenergie. Und noch haben wir die Chance.